willkommen zu einem weiteren Part von Coppercraft. Wir haben erfolgreich ein Mansion geradet und haben ja jetzt hier insgesamt drei Totems of Undying. So. Ich bin durch den Nether irgendwie ultra lang gewandert, um wieder nach Hause zu kommen. Also den Weg werde ich nicht wieder zurücknehmen, wenn dann nur Offcam. Hm. Ja, was haben wir hier? Haufenweise Zeug. Die Chests werde ich erstmal, warum wir sie einlagern. Das Bett weiß ich gerade nicht. Das mache ich mal dahin. Das kommt auch dahin. Arrows kommen dahin. Das kommt dahin. Das kommt dahin. So. Kohle kommt dahin. Holz kommt dahin. Strings kommen dahin. Teppich weiß ich gerade nicht. Rotten Flash machen wir mal dahin. Redstone kommt hier hin. Teppiche mache ich mal zu Baustuff. Ja. Das kann man die Dinger stacken? Kann man, ja. Habe ich die hier irgendwo? Nein. Das gehört auf jeden Fall zu Mob Drops. Eisen. Dahin. Habe ich die hier irgendwo rumgammeln? Sieht nicht danach aus. Dann stecke ich die auch hier rein. Seile kann man stacken. Die Axt kommt da rein. Das kommt da rein. Totems of Undying gehören eigentlich zu Mob Drops. Genauso wie Knochen. Ach ja, goldener Apfel. Genauso wie Knochen. Aber die Knochen mache ich mal zu Bone Meal. Einfach weil ich es kann. Bone Meal. Was nicht ist, Bone Meal kommt da rein. So. Damit hätten wir wieder ein sauberes, aufgeräumtes Inventar. Boot brauchen wir jetzt gerade nicht. Können wir also dementsprechend wieder einmal hier hinstellen. Ja, das passt so mehr oder weniger, wie dem auch sei. Das ist hier nicht ganz gewachsen, das ist aber auch nicht schlimm. Dafür haben wir jetzt das Zeug hier. So. Gehen wir mal ein bisschen ernten, würde ich sagen, ne? So, da wir die Woodland Mansion Map nicht mehr brauchen, habe ich sie entfernt. Heißt, sie ist jetzt in unserem Mülleimer gelandet. Da wir sie eh nicht mehr brauchen. So. Wir könnten mir theoretisch könnten wir jetzt eigentlich erstmal die Seeds loswerden. So, denn Hühnchen haben wir nicht und brauchen wir nicht. So, haben wir hier, war das Fleisch, nehme ich mal mit. Ja, ich habe Karotten,
Und ich habe zwei. Ich habe von jedem drei Stacks. Interessant. Ich gehe mal ein bisschen handeln, würde ich sagen. Mit dem Guten hier. Ich möchte ja das haben. Ich gebe ihm mal einfach so alle Kartoffeln und die ganzen Karotten. So. Rest will er nicht haben. Davon können wir uns jetzt mehr goldene Carrots kaufen. Will ich jetzt aber nicht. Ah ja, ich habe vergessen, die Name Tags einzusortieren, natürlich. Erstmal die Karotten und so wieder einsortieren. Würde ich mal behaupten. Ja, die kommen natürlich hier rein. So. Fünf Name Tags haben wir erbeuten können. Hatten wir nicht noch irgendwo anders? Hier sind welche, aber die gehören eher hier rein. Wir haben jetzt sieben Name Tags. Gut. Dann können wir die ja endlich benennen. Machen wir jetzt auch fix. Aber wir werden natürlich nur drei davon brauchen. Was haben wir jetzt? Level 18. Wir nehmen den hier unten. Name Tag umbenennen in Und der Amboss ist put. Damit hätten wir zwei von dreien geambossed. So, und den nennen wir jetzt. So, jetzt haben wir hier Akane und Weißkatze. Wer weiß, was es mit letzterem auf sich hat, schreibt bitte den Namen der Serie in die Comments. Stopp. Haustiere sind doch hier. So, also gut. Keiner von euch kriegt Fisch, keiner von euch kriegt Fleisch, aber ihr kriegt jetzt alle einen Namen. Fangen wir mit der Katze an. Die Katze heißt jetzt Weißkatze. So. Du warst der erste Hund, du heißt jetzt Akame. Beziehungsweise Akame. Und du heißt Akane. So. Jo, jetzt haben wir hier drei Haustiere. Und damit hätte ich auch mal eine sinnvolle Beschäftigung für das Zeug. Habe ich hier irgendwo. Nee, ich habe. Doch, ich habe Baumstadt, aber nur da drin. Damit hätte ich jetzt auch mal eine sinnvolle Verwendung für die Dinger gefunden. Schauen wir mal, was die Eisenfarm gemacht hat. In unserer Abwesenheit wahrscheinlich nicht wirklich etwas. Ein paar XP wären trotzdem schön. Wobei für XP kann ich auch woanders hingehen. Ich muss meine Picke nämlich wieder reparieren. Ich schätze mal, hier dürften. Ah, hier sind vier Stück drin. Okay. Schauen wir mal, was die Eisenfarm hier gedroppt hat. Ja, fast eine halbe Kiste. Fehlt noch ein bisschen, dann ist da eine ganze Kiste drin. Also lasse ich das Iron erstmal, wo es ist. Jo. Ich würde mal sagen. Wir sind tatsächlich relativ weit gekommen mit allem drum und dran. Ne? Es wird jetzt wieder Nacht, schon wieder. Echt jetzt? Stopp, ich muss mal meine Items reparieren. Und zwar meine beiden Picken. Muss ich mal reparieren gehen jetzt. Dazu ziehe ich mal meine Rüssi aus.
So. Und dann stellen wir uns mal ganz kurz hier hin. Seht ihr, die fallen gleich nach unten. So, wir haben Totems of Undying, eine Rüstung und du kommst in die Offhand. Du nicht. So, gehen wir mal runter. Dürfte nicht mehr allzu viel dort sein, aber trotz alledem. Ja. Reparieren wir erstmal die Diapicke. Rotten Flash juckt mich jetzt mal gerade sowas und gar nicht. So. Dann stehe ich jetzt hier mal ein bisschen. Habe über 400 FPS. Zumindest steht das da oben links. So, 15, 21, 15, 61, das heißt, es fehlen noch 20 ungefähr. Schade, dass die Range nicht bis 19 Blöcke nach da unten geht. Na, kommt schon. Spawnt. Aber lasst mich in Ruhe. Wollt ihr nicht? Dann klatsche ich halt jetzt die, die da unten sind. Hol mir die XP und repariere damit meine Picken. Picke 1 repariert. Picke 2 repariert. Damit werden dann alle Picken repariert. Ich habe sogar eine Kartoffel gekriegt. Und noch ein bisschen Rotten Flash. So. Und ich bin Level 16. So, wobei ich lasse das mal auf aus, weil dann kommen nämlich Mobs immer dann, wenn ich hier in diese Richtung gehe. Dann gehe ich hier wieder raus. Und zack. So. Ach ja, da fällt mir noch was ein. Beim Thema Essen. Kuchen. Drei Eimer mit Milch, drei Eier und drei Weizen. Habe ich alles nicht. Egal. Nicht so wichtig. So. Ja, das ist eigentlich das, was wir in dieser Folge gemacht haben, würde ich sagen. War jetzt mal eine etwas entspanntere Folge. Gut, das war jetzt alles, was wir in dieser Folge gemacht haben. Ich sage bis zur nächsten Folge und ciao, Leute.